Alles klar, dann willkommen zurück. Machen wir weiter mit Quantenfeldtheorie, und zwar relativistischer Quantenfeldtheorie. Ich will noch mal kurz wiederholen, was wir in der letzten Stunde gemacht haben. Und zwar hatten wir uns überlegt, was es eigentlich bedeutet, wenn wir Quantenmechanik und Relativitätstheorie kombinieren wollen. Und dabei entsteht etwas Neues, nämlich die relativistische Quantenfeldtheorie. Und hier habe ich noch mal die drei Grundüberlegungen aufgeführt, die wir uns gemacht haben. Zunächst hatten wir die Unschärferelation betrachtet und überlegt, was passiert, wenn wir ein Teilchen weiter und weiter lokalisieren, so lange, bis die Lokalisation besser ist als die Compton-Wellenlänge im Ruhesystem des Teilchens. Und dann stellt sich raus, dass die Impulsunschärfe so groß ist, dass die mittlere Energie des Teilchens ausreicht, um neue Teilchen zu produzieren. Das heißt, es wird suggeriert, dass eine relativistische Quantentheorie nicht unbedingt eine Einteilchentheorie sein kann. Dann hatten wir genauer überlegt, was nun passiert, wenn wir irgendwelche Streuprozesse betrachten oder Teilchenprozesse, wo ein Teilchen eben an einem Ort X zunächst mal präpariert wird und man dann Experimente macht und das Teilchen irgendwo anders beobachten will. Und dann stellt sich raus, dass es eine nicht verschwindende Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass das Teilchen mit Überlichtgeschwindigkeit von einem zum anderen Punkt propagiert. Und damit man dort diese Situation dann in zwei verschiedenen Bezugssystemen konsistent formulieren kann, folgen einige sehr nicht triviale Dinge. Nämlich erstens mal folgt, dass die Teilchenzahl vom Bezugssystem abhängig ist. Das suggeriert wieder, dass wir eine Mehrteilchentheorie brauchen. Zweitens wird auch suggeriert, dass die Physik so beschaffen sein muss, dass jede Amplitude für irgendeine Teilchenabsorption immer begleitet sein muss für eine entsprechende Amplitude für Teilchenemission. Und diese Amplituden müssen eben gleich sein, sodass die verschiedenen Bezugssysteme äquivalente Physik beschreiben können. Und daraus folgt natürlich unweigerlich, dass teilchenzahländernde Prozesse möglich sind. Und dann hatten wir überlegt, was eigentlich eine Ortsmessung bedeutet. Und dadurch wurden wir auf das entscheidende Konzept geführt, nämlich das Konzept von lokalen Observablen. Ortsmessungen sind keine lokalen Observablen, sondern was eine lokale Observable ist, wäre eben eine Messung der Energiedichte oder Ladungsdichte, abhängig von Raum und Zeit. Und solche Observablen verhalten sich dann kausal, wenn Sie eben zwei solche Observablen an raumartig getrennten Raumzeitgebieten messen, kommutieren die Messungen und es kann keine kausale Informationsausbreitung mit Überlichtgeschwindigkeit stattfinden. Das war also die Grundlage und die Motivation dafür, dass wir jetzt Quantenfeldtheorie ernst nehmen und eben solche Quantenfeldoperatoren, die dann diese physikalischen Eigenschaften implementieren, in den Vordergrund stellen. Aber jetzt bauen wir die ganze Quantenfeldtheorie systematisch auf, und was wir als Grundlage dann angefangen haben zu studieren, war zunächst mal der Impuls. Der Impuls ist definiert als die physikalische Größe, die erhalten ist aufgrund der Translationsinvarianz. Und der Impulsoperator ist dann in einer Quantentheorie definiert als der Operator, der auftaucht in dem Translationsoperator, wenn man den in dieser Exponentialschreibweise schreibt. Und dann haben wir angefangen, Einteilchenzustände zu besprechen. Und damit machen wir jetzt weiter. Das sind einige technische Überlegungen, die wir hier zurechtlegen wollen. Und dann in der zweiten Hälfte der Stunde kommen wir nochmal zu dem konzeptionell ganz wichtigen Punkt, der das hier von der letzten Stunde nochmal aufgreift, aber auf einer technischen Ebene dann studiert. Okay, das heißt, im Folgenden, betrachten wir mal Einteilchenzustände, allerdings nur mit Spin 0, Spin 1,5, Spin 1 wird dann gegen Ende des Semesters aufgegriffen. Also nur Teilchen mit Spin 0. Und daraus folgt der Zustand eines solchen Einteilchensystems ist einzig und allein charakterisiert durch die Angabe des Impulses oder Äquivalentortes des Teilchens. Schreibt mal hier groß A. Groß A steht für den Teilchentyp, den wir betrachten. Und P charakterisiert dann den Impuls, genauer gesagt den Viererimpuls,
dieses Teilchens. So, und diese einteiligen Zustände erfüllen jetzt folgende Eigenschaften, nämlich zunächst einmal können wir den Impulsoperator der vollen Theorie auf diesen einteiligen Zustand anwenden, P μ a, p, dann ist das eben ein Impulseigenzustand für diesen vierer Impulsoperator und wir bekommen hier eine Eigenwertgleichung. Der Eigenwert ist dann dieses kleine p μ hier, das den Zustand charakterisiert. Wenn wir diese einfache Impulseigenwertgleichung nutzen, dann wissen wir auch was Neues, nämlich wie verhält sich dieser Zustand unter Translation. Denn Impuls und Translation hängen ja miteinander zusammen. So ein Translationsoperator U von 1, a angewendet auf diesen einteiligen Zustand. Ja, das ist jetzt die Exponentialfunktion des Impulsoperators. Das ist ein Impulseigenzustand, das heißt, was wir erhalten, ist dann die Exponentialfunktion vom Eigenwert e hoch i a mal p und hier steht klein p, der Impulseigenwert dieses Zustands. Das heißt, unter Translation verhält sich so ein Impulseigenzustand so, dass er einfach mit einer Exponentialfunktion multipliziert wird. Die dritte wichtige Eigenschaft ist, dass der Zustand natürlich auch ein Eigenzustand ist bezüglich dieses P-Quadrat-Operators. Das war, wie wir erwähnt hatten, ein Casimir-Operator der Poincaré-Gruppe, also der voll invariant ist unter allen Translationen und Lorentz-Transformationen. Und der Eigenwert hier ist jetzt natürlich P klein P-Quadrat. Und dieses klein P-Quadrat ist in jedem Bezugssystem des Teilchens gleich. Aber alle Zustände dieses Teilchentyps gehen ja auseinander hervor durch Lorentz-Transformation. Das heißt, dieser Eigenwert ist für alle Zustände des Teilchentyps der gleiche. Und damit ist dieser Eigenwert eine charakteristische Größe des Teilchentyps, und zwar eben die Ruhemasse zum Quadrat. Das heißt, das hier ist gleich die Ruhemasse ma Quadrat, also eine charakteristische Größe des Teilchens. Des Teilchentyps. So, das ist eine sehr wichtige Bemerkung, dass eben diese Ruhemasse also eine zentrale Größe ist und die ist definiert als der Eigenwert des P-Quadrat-Operators und der wiederum ist definiert über die Translationen. Gut, dann schauen wir uns weitere Eigenschaften von diesen einteiligen Zuständen an. Das sind jetzt hauptsächlich technische Eigenschaften, die ich hier auflisten möchte, damit wir später darauf zurückgreifen können. Aus dieser Ruhemassebeziehung folgt eben, dass die Energie des Teilchens nicht unabhängig ist vom räumlichen Impuls. Denn das P0, die Nullkomponente, kann ich jetzt immer bestimmen, dadurch, dass ich ja weiß, grundsätzlich gilt P Quadrat gleich dieser Konstante M Quadrat, die eine charakteristische Größe des Teilchens ist. Also P0 ist immer bestimmt durch P0 ist gleich Wurzel aus P Vektor Quadrat plus MA Quadrat. Denn das muss gelten, damit dann das Vierer Impuls zum Quadrat gleich MA Quadrat liefert. Daraus folgt, dass der Impuls des Teilchens eigentlich bereits charakterisiert ist, wenn ich den Dreierimpuls angebe, wenn ich den räumlichen Impuls angebe. Denn die Energie liegt dann automatisch fest. Das heißt, man kann oft auch schreiben den Zustand so, a, p Vektor, denn das p Vektor reicht aus, um den ganzen Viererimpuls auch anzugeben. Dann eine technische Bemerkung. Wir haben häufig Integrale zu berechnen, die mit einteiligen Zuständen zu tun haben und dann braucht man Integrationsmaße und es gibt ein Lorentz-invariantes Integrationsmaß.
was wir folgendermaßen erhalten. Nehmen wir zunächst mal ein vierdimensionales Integralmaß, D4P, und konventionsgemäß normiere ich alle Impulsintegrale mit 1 durch 2Pi. Das heißt, D4P wird dann immer mit 1 durch 2Pi hoch 4 normiert. Das ist Lorentz-invariant, weil es ein Vierer im Volumenelement ist. Und jetzt multiplizieren wir mit 2Pi mal einer Lorentz-invarianten Delta-Funktion, nämlich Delta von P² minus MA². Dann ist diese Delta-Funktion natürlich ebenfalls Lorentz-invariant. Das heißt, diese Gesamtkombination aus Lorentz-invarianten Integralmaß und Lorentz-invarianter Delta-Funktion ist selbst wieder Lorentz-invariant. Und das ist jetzt halt ein dreidimensionales Integralmaß, denn ein Integral kann ich gegen die Delta-Funktion wegkürzen. Und dann verbleibt ein dreidimensionales Integral, was kompliziert aussieht, aber was Lorentz-invariant ist. Wie sieht dieses entstehende dreidimensionale Integralmaß aus? D3P über P0 können wir dann grundsätzlich integrieren und aus dem 2Pi ergibt sich 2Pi hoch 3 im Nenner. Und wenn wir die Delta-Funktion ausführen, dann gibt es eben da eine innere Ableitung nach P0, wenn wir das P0-Integral ausführen, und die innere Ableitung ist dann 2P0. Und P0 ist danach aber ersetzt durch das Ergebnis der Delta-Funktion, nämlich durch das da hier. Also bekommen wir hier 1 durch 2P0, wobei P0 identifiziert werden muss mit P² plus MA². Dieses Integralmaß ist also ein Lorentz-invariantes Integralmaß, was nützlich ist, wenn man über solche einteiligen Zustände mit der Masse MA integrieren will. Und weil das nützlich ist und häufig auftauchen wird, gebe ich dem einen extra Namen, dp-Schlange. Dieses dp-Schlange ist dann genau dieses Maß. Und wie Sie hier sehen, hängt dieses Maß dann in Wahrheit ab von der Masse ma des Teilchens. Das heißt, wenn ich ganz genau bin, schreibe ich es so, dp-Schlange mit dem Index ma. Und manchmal werden wir den Index dann weglassen, wenn klar ist, was gemeint ist. Dann folgt daraus auch eine Lorentz-invariante oder kovariante Normierung für Einteilchenzustände. Nämlich wenn wir das Skalarprodukt zwischen zwei Einteilchenzuständen betrachten, dann sollen die eben normiert sein und für unterschiedliche Impulse orthogonal zueinander sein. Und die Normierung machen wir aber analog zu hier, sodass wir hier auch ein Maß bekommen, was quasi diesen Nenner hier wegkürzt. Das heißt, wir definieren die Normierung so, dass wir hier auf der rechten Seite 2Pi hoch 3 wieder mal diesen 2P0 mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion zwischen P und P' bekommen. Und dann ist, wenn Sie dieses Integralmaß nutzen, zusammen mit dieser Norm, dann fallen die ganzen Vorfaktoren weg. Okay, so viel möchte ich zu diesen Einteilchenzuständen zusammenstellen. Und dann kommen wir jetzt zu einem neuen Kapitel. 1, 2, 3. Und zwar Erzeuger und Vernichter für Einteilchenzustände. Ja, also bisher hatte ich keine weitere Voraussetzung gemacht. Das heißt, alles, was wir über Einteilchenzustände und Impulsoperatorentranslation gesagt haben, gilt exakt und allgemein in jeder Quantenfeldtheorie, auch mit Wechselwirkung. Aber jetzt in diesem Unterkapitel werden wir freie Teilchen betrachten, die keine Wechselwirkungen haben. Und dann fordern wir mal, dass es Zustände gibt mit unterschiedlicher Teilchenzahl und wollen diese Zustände quantenmechanisch beschreiben.
Unsere Forderung ist also, es existieren Zustände mit 0 Teilchen, 1 Teilchen, 2 Teilchen, 3 Teilchen und so weiter bis unendlich. Also mit beliebiger Teilchenzahl. Muss ja a priori nicht gelten, aber das fordern wir jetzt. Okay. Als Bezeichnung nennen wir die dann so, dass wir hier einen Zustand 0 haben, das ist das Vakuum mit Teilchenzahl gleich 0. Dann Einteilchenzustände vom Teilchentyp A, sagen wir A, P. Das sind dann Einteilchenzustände und so weiter. Und dann hätten wir im Allgemeinen Mehrteilchenzustände, zum Beispiel sogar von unterschiedlichen Teilchentyp. Sagen wir Teilchentyp A1 mit Impuls P1, Teilchentyp A2 mit Impuls P2 und so weiter bis hin zu Teilchentyp AN mit Impuls PN. So ein Mehrteilchenzustand. Die Theorie soll alle diese Zustände eben enthalten. Also mit Teilchentypen A1 bis AN. Und diese Teilchen seien frei. Und wechselwirken nicht miteinander. Dann wissen Sie aus der statistischen Mechanik, dass es zwei Möglichkeiten für solche Mehrteilchenzustände gibt, nämlich entweder bosonische oder fermionische Zustände. Da muss man sich für eins entscheiden, aber wir entscheiden uns noch nicht, wir lassen das offen. Das heißt, die Zustände sind entweder symmetrisch unter Teilchenvertauschung, mit anderen Worten bosonisch, oder antisymmetrisch, mit anderen Worten fermionisch. So, und ganz allgemein wissen Sie, dass man einen Hilbertraum, der diese Struktur hat, mit unterschiedlicher Teilchenzahl, als Produktraum geschrieben werden kann von einteiligen Räumen. Und so einen Produktraum bezeichnet man als Fockraum. Also das bezeichnet man als einen Fockraum. So, und dann ist eine wichtige Eigenschaft dieser Fockraumzustände, dass sie alle Impulseigenzustände sind bezüglich des Gesamtimpulsoperators der Theorie. Der Gesamtimpulsoperator, groß Pμ, angewendet jetzt auf so einen Zustand, ich schreibe es mal kompakter, lasse die Teilchentypen weg, einfach nur so P1 bis hin zu Pn, n Teilchen mit diesen Impulsen, dann ist das insgesamt ein Impulseigenzustand und der Impulseigenwert ist die Summe der Einzelimpulse. Also klein P1 plus und so weiter bis plus klein Pn, insgesamt Lorentz-Index μ angewendet auf diesen Zustand. Und dass diese Gleichung gilt, ist nicht trivial. Denn was die Gleichung bedeutet, ist in der Tat, dass wir keine Wechselwirkung haben. Wenn Sie nämlich Wechselwirkung hätten, dann ist es keineswegs so, dass wenn Sie zwei Teilchen kombinieren, die Gesamtenergie der zwei Einzelenergien ist, sondern Sie haben dann natürlich eine Wechselwirkungsenergie, zum Beispiel ein Potenzial anziehend oder abstoßend zwischen den Teilchen, was dann die Gesamtenergie des Systems logischerweise modifiziert. Das heißt, genau diese Gleichung hier drückt aus, dass wir keine Wechselwirkung haben.
So, und dann können wir in so einem Fograum letztendlich diese berühmten Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren definieren. Also ich lasse jetzt mal wieder den Teilchentyp weg. Alles gelte jetzt für Teilchen mit dem Teilchentyp A, wird aber nicht mehr aufgeschrieben. Und dann nennen wir diese Erzeugungsoperatoren A-Decker. Ich weise gleich darauf hin, von der Notation her müssen Sie aufpassen, dass es einen Unterschied gibt zwischen diesem Decker oder Kreuz für hermetisch adjungiert und Plus, was auch ab und zu als Index auftaucht. Deswegen malen Sie einen schönen großen Decker da rein. A-Decker von P, angewendet aufs Vakuum, gibt dann per Definition einen einteilten Zustand mit dem Impulseigenwert P. Und wenn Sie so einen Erzeuger A-Decker von P auf einen Zustand mit bereits mehreren Teilchen anwenden, sagen wir mal A1, P1 und so weiter bis AN, PN, dann erhalten Sie einen N plus 1 Teilchenzustand. Und jetzt muss ich doch den Typ aufschreiben, A, P, A1, P1 bis hin zu AN, PN. Und hier gibt es höchstens noch ab und zu einen kombinatorischen Faktor, wenn einige von den Impulsen gleich sind. Der kombinatorische Faktor ist analog zum harmonischen Oszillator, wo Sie auch solche Faktoren haben, wenn Sie einfach angeregte Zustände bekommen. Also falls der Impuls gleich einem von diesen anderen Impulsen hier ist. Okay, und diese gesamten Eigenschaften können wir jetzt kombinieren in Vertauschungsrelationen für die Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren und dann wird alles, was bisher über Erzeuger und Vernichter und diese Fograum-Zustände gesagt wurde, in drei einfachen Gleichungen zusammengefasst. Also alles kann jetzt formuliert werden durch Vertauschungsrelationen und zwar folgende, nämlich der Kommutator zwischen zwei Vernichtern. Die Vernichter A ohne Decker sind natürlich hermetisch adjungiert zu den Erzeugern. Also Kommutator zwischen zwei beliebigen Vernichtern, entweder Kommutator oder Antikommutator, je nachdem, ob wir Bosonen oder Fermionen haben, der ist 0. Das bedeutet eben, dass die Zustände, die Sie hiermit erzeugen, entweder symmetrisch oder antisymmetrisch, also entweder fermionisch oder bosonisch sind. Und das Gleiche gilt auch für den Kommutator von zwei Erzeugern zu verschiedenen Impulsen. So, das ist 0. Zweitens, der Kommutator oder Antikommutator zwischen A und A Kreuz, der ist eben nicht 0, sondern der erfüllt diese Heber- und Zenker-Vertauschungsrelation wie beim harmonischen Oszillator. Und zwar mit genau dieser Normierung, die wir vorhin uns zurechtgelegt haben für Einteilchenzustände, nämlich 2π hoch 3 mal 2p0 mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion von p minus p'. Und dann ist das eben letztlich äquivalent zu dieser Normierung, die wir vorhin definiert haben. Und hier, wie gesagt, das Plus-Minus gilt für bosonisch bzw. fermionische Teilchen. Und dann die Beziehung für die Impulse können wir komplett erfassen durch diesen Kommutator, nämlich von dem Gesamtimpulsoperator groß P μ und einem Erzeuger A Kreuz von klein p. Und hier ist es immer der echte Kommutator. Das ist gleich der Eigenwert klein p μ mal dem Erzeuger A Kreuz von p.
Und daraus ergibt sich dann, beziehungsweise das ist äquivalent zu dieser Eigenwertgleichung für die erzeugten Vielteilchenzustände. Also das sind die wesentlichen Gleichungen für Erzeuger und Vernichter, die wir in Zukunft auch immer wieder brauchen werden. Und die entsprechen dieser physikalischen Forderung für freie Teilchen und einem Fockraum für diese freien Teilchen. Ein Korollar setze ich hier nochmal drunter, und zwar der Translationsoperator U von 1,a. Der ist ja die Exponentialfunktion des Impulsoperators. Das heißt, ich kann auch jetzt ausrechnen, was herauskommt, wenn ich eine Translation von diesem A-Kreuz-Operator mache, in diesem Sinn, dass ich von rechts und links mit U und U-Decker für eine Translation multipliziere. Jetzt müssen Sie nur aufpassen, dieses A ist natürlich ein Erzeuger und das A ist eine Translation A-μ, also ein Vierervektor. Bedeutet was völlig Unterschiedliches. Aber auf jeden Fall kommt hier jetzt dann das Analoge raus, nämlich einfach eine Exponentialfunktion e hoch i klein p mal a mal diesen Erzeugungsoperator a Kreuz von p. Okay, das heißt, genau wie ein Einteilchenzustand verhält sich auch der Erzeuger unter einer Translation so, dass er mit einer Exponentialfunktion mit dem entsprechenden Impuls und der Translation multipliziert wird. Und nur als Randnotiz, Analoges gilt auch für Lorentz-Transformationen. Aber die Gleichungen für die Lorentz-Transformationen wollen wir jetzt nicht genau diskutieren. Aber Sie können hier eben auch eine Lorentz-Transformation U von Lambda einfügen und dann kriegen Sie hier eine entsprechende rechte Seite. So viel zu Einteilchenzuständen. Das sind technische Grundlagen. Haben Sie hierzu irgendwelche Fragen? Falls nicht, dann kommen wir jetzt zurück zur Physik. Und zwar wollen wir verstehen, warum wir Quantenfeldtheorie eigentlich brauchen und wie Quantenfelder aussehen, wie Quantenfeldoperatoren strukturiert sein müssen, damit wir eben eine konsistente relativistische Theorie bekommen, die kausal ist, lokal und allgemein sinnvolle physikalische Eigenschaften hat. Das heißt, wir ziehen die Diskussion der letzten Stunde auf eine technischere Ebene und als Ergebnis der Diskussion kriegen wir dann genau die Anatomie von Quantenfeldern geliefert, die dann zusammenhängen mit diesen Erzeugungsoperatoren. Gut. Also, das ist das Kapitel 1.3 von Teilchen zu Feldern. So, das heißt, wir wollen die Frage nochmal beantworten, warum wir eigentlich Felder brauchen. Wir wollen auch beantworten, warum es einen himmelweiten Unterschied gibt zwischen relativistischen und nicht-relativistischen Theorien. Und die grundphysikalischen Forderungen, die wir eben benutzen, um das zu begründen, sind zwei Forderungen. Nämlich einmal Lokalität und Translationsinvarianz. Im Allgemeinen müsste man auch Lorentz-Invarianz betrachten, aber das möchte ich hier in diesem Moment überspringen. Aber zweitens ganz wichtig, Kausalität. Anstatt Lorentz-Invarianz ist das eben der entscheidende Punkt, den wir hier benutzen, um relativistische Theorien zu charakterisieren. Okay, also als erstes mal listen wir auf,
physikalische Grundforderungen an unsere relativistische Quantentheorie. Technisch formuliert. Das heißt, wir haben jetzt in den vergangenen 10 Minuten Einteilchenzustände, Mehrteilchenzustände betrachtet, aber die Mehrteilchenzustände hatten noch keine Wechselwirkung. Und jetzt erlauben wir eine Wechselwirkung, und zwar eine kleine Wechselwirkung als Störung. Und schauen dann, wie diese kleine Wechselwirkung strukturiert sein kann. Also zwischen den Teilchen aus dem letzten Kapitel 1, 2, 3. Und wir betrachten zur Vereinfachung nur eine Teilchensorte, sodass wir den Teilchentyp-Index mal weglassen können. So, dann ist das Erste, was wir bekommen, ein Wechselwirkungs-Hamiltonian in unserer Quantentheorie. H-int genannt. Und dieser Wechselwirkungs-Hamiltonian, der muss jetzt irgendein Operator sein auf unserem Fockraum von freien Teilchen. Alle Operatoren auf diesem Fockraum kann man automatisch mit Erzeugern und Vernichtern ausdrücken, denn damit können Sie zwischen beliebigen Zuständen hin und her schalten. Das heißt, das kann auf jeden Fall geschrieben werden als irgendeine Kombination von A und A-Decker. Die Frage ist halt, welche Kombinationen sind physikalisch sinnvoll? So, aber das ist erstmal klar. Dann die erste Forderung. Die Wechselwirkung sei jetzt translationsinvariant. Und eigentlich müsste man auch fordern, Lorentz-invariant in einer relativistischen Theorie. Oder in einer nicht-relativistischen Theorie könnte man noch Rotationsinvariant oder Galilei-invariant fordern, je nach Situation. Auf jeden Fall ein einfacher Ansatz für so eine translationsinvariante Theorie wäre jetzt folgendermaßen gegeben. H-int wird angesetzt als minus ein dreidimensionales Integral über eine Wechselwirkungs-Lagrange-Dichte. L-int von x. Wobei diese Wechselwirkungs-Lagrange-Dichte, die hängt jetzt eben vom Raumzeitpunkt x ab und die soll sich vernünftig unter Translationen verhalten. Dann kriegen wir automatisch eine translationsinvariante Theorie. Das heißt, die Gleichung, die dann gelten muss, ist, dass eben unter Translation u von 1 und einer Translation a, angewendet auf dieses L-int von x, u Kreuz von 1, a, muss rauskommen, L-int an der Stelle x plus a. Das ist mal unsere Gleichung 1. Das heißt, diese Lagrange-Dichte als Wechselwirkungsoperator betrachtet, muss eben solche Operatorbeziehungen mit dem Translationsoperator erfüllen. Und in der relativistischen Theorie müsste man dann noch Analoges fordern für Lorentz-Transformationen, aber das überspringen wir. So. Also das ist die Translation und als zweite Forderung Kausalität. Und das, die Kausalität können wir nur fordern in einer relativistischen Theorie, also im Falle relativistischer Invarianz, fordern wir, dass die Wechselwirkung kausal sein soll. Das ist der entscheidende Punkt. Nämlich, wir betrachten hier einen Raumzeitpunkt oder ein Ereignis,
Dann gibt es nach diesem Ereignis einen Lichtkegel. Und alles, was dieses Ereignis kausal beeinflussen kann, liegt innerhalb des Lichtkegels. Das sind alle Punkte, die man mit Unterlichtgeschwindigkeit erreichen kann. Und alles, was außerhalb des Lichtkegels liegt, wie zum Beispiel dieses Ereignis hier, kann kausal nicht von dem hier beeinflusst werden. Und wenn das auch rückwärts gilt, dann sind diese beiden Raumzeitereignisse hier kausal unverknüpft, kann keine Informationsbeziehung zwischen den beiden bestehen, das eine kann nicht aufs andere einwirken und umgekehrt. Also nennen wir die mal X und Y. Wenn die also raumartig getrennt sind, dann kann kein Informationsfluss stattfinden. Und als Gleichung bedeutet das in unserer einfachen Formulierung, dass diese Wechselwirkung an zwei raumartig getrennten Punkten miteinander kommutieren muss. Also L-Int an der Stelle X, Kommutator mit L-Int an der Stelle Y ist gleich 0 für raumartig getrennte Ereignisse, also x minus y, Vierer Quadrat kleiner als 0. Das ist unsere Gleichung 2. Das heißt, unsere Grundforderungen an Wechselwirkungen sind zweierlei. Einmal die Translationseigenschaft, die können Sie immer fordern, auch in einer nicht-relativistischen Theorie. Und dann die Kausalität, die speziell in relativistischen Theorien gelten muss. So, und jetzt wenden wir diese zwei Forderungen an, um zu schauen, was die Rolle von Quantenfeldern in der relativistischen Theorie ist. Quantenfelder. Also die Grundfrage ist jetzt, wie erfüllen wir diese zwei Bedingungen, 1 und 2, wenn dieses L-Int von x ist irgendeine Kombination wieder von Erzeugern und Vernichtern. So, wie machen wir das? Gut, die Antwort gebe ich Ihnen jetzt, und zwar in zwei Schritten. Wir erfüllen als erstes mal die erste Gleichung, die noch einfacher ist und die der Translation entspricht und die auch in nicht-relativistischen Theorien eine sinnvolle Forderung ist. Und dafür machen wir folgende Konstruktion. Konstruktion 1. Und zwar definieren wir eine Art Fourier-Transformation von den Erzeugern und Vernichtern. Phi nenne ich jetzt Phi minus von x, ist definiert als eine Fourier-Transformation, aber mit diesem Lorentz-invarianten Integralmaß dp-Schlange von a von p mal e hoch minus i px. Also das ist hier in meiner Schreibweise, wenn ich px schreibe, meine ich immer ein Vierer-Skalarprodukt, also p μ mal x μ, Lorentz-invariant kontrahiert. Aber ich werde die Indizes nicht wieder aufschreiben. Aber wir integrieren nur dreidimensional mit diesem Lorentz-invarianten Integralmaß, wo dann die Nullkomponente p0, die hier auftaucht, immer durch diese Wurzel p² plus m² ersetzt wird. So, also da kriegen wir jetzt butterweich aus so einem Vernichter eine x-abhängige Größe. Und Minus bedeutet eben, dass wir hier einen Vernichter haben und hier ein Minus. Analog können wir auch Phi plus definieren und jetzt bitte plus von Decker unterscheiden. Ist gleich Integral dp Schlange von a Kreuz
von P mal E hoch plus IPX. So, das ist also x-abhängig. Aber Fourier-Transformationen kann man viele bilden. Ob die physikalisch sinnvoll sind, ist noch unklar. Aber schauen wir mal an, welche Eigenschaften diese Größen jetzt haben bezüglich Translation. Wir haben nämlich folgende wunderbare Eigenschaft. Wenn wir hier eine Translation machen, U von 1, A, angewendet auf beispielsweise Phi plus von x und dann U Kreuz von 1, A. Was erhalten wir dann? Dann erhalten wir ein explizit eingesetzt dp-Schlange-Integral mal a von p. Und was macht dieses a Kreuz von p? Was macht das, wenn wir es von rechts und links mit o und u Decker multiplizieren? Das hatten wir vorhin hergeleitet, nämlich dieses a Decker wird dann einfach multipliziert mit der Exponentialfunktion e hoch i p mal a. Ja, hatten wir vorhin hergeleitet. Das heißt, unter Translation verhält sich der Erzeuger so, dass er einfach mit einer Exponentialfunktion multipliziert wird und die enthält den Impuls und die Translation im Exponent. So, das ist also das, wenn ich ausrechne, das Produkt mit U und U Decker. Und dann kommt hier noch von der Definition ein E hoch I Px hinzu. So, und jetzt sehen Sie, dass ich das kombinieren kann. Die Exponentialfunktionen werden einfach zu E hoch I Px plus A. Und dann ist das gleiche I Phi plus an der Stelle X plus A. Das heißt, unter Translation verhält sich diese x-abhängige Größe genau wie es sein soll, nämlich genauso, wie wir es auch von der Lagrange-Dichte gefordert haben. Das heißt, was wir hier erreicht haben durch diese einfache Konstruktion, ist, dass wir jetzt Größen kennen, nämlich Phi plus und Phi minus, die das richtige Translationsverhalten haben. Das heißt, wenn wir irgendeine Lagrange-Dichte nehmen, die in völlig beliebiger Weise von diesen Bausteinen Phi plus, Phi minus abhängt, dann erfüllt die automatisch die Translationsbedingung. Und das Gleiche gilt übrigens natürlich auch für das Phi minus. Also wenn Sie die Rechnung machen für Phi minus, dann sieht der Zwischenschritt hier anders aus, aber das Ergebnis ist genau dasselbe. Sie bekommen Phi minus an der verschobenen Stelle. Das heißt, es verhält sich wie gewünscht. Und daraus folgt jetzt jedes L-Int von x, das eine beliebige Funktion ist von diesem Phi plus von x und Phi minus von x, verhält sich automatisch, wie es von dieser Gleichung 1 gefordert war. Wunderschön. Das heißt, wir können diese Translationsgleichung extrem einfach lösen, schlicht gesagt durch Fourier-Transformation von den Erzeugern und Vernichtern. Und da will ich nur mal kurz ein Beispiel angeben für eine nicht-relativistische Theorie, wie die so aussieht. Das werden wir dann später auch noch anderswo mit einigen von Ihnen wieder aufgreifen, also die BCS-Theorie der Supraleitung. BCS-Theorie der Supraleitung. Das ist ja eine nicht-relativistische Feldtheorie für Elektronen im Festkörper. Und die hat so einen Wechselwirkungs-Hamiltonian, H-Int. Und der kann geschrieben werden als ein dreidimensionales X-Integral. Etwas verallgemeinert über X und X', also über zwei Orte wird die integriert, mit einem Wechselwirkungspotential V von X und X'. Und dann haben wir aber genau solche Größen hier, nämlich, sagen wir mal, Phi plus für ein Elektron mit Spin-up an der Stelle X. Also dieser Pfeil hier bedeutet Elektron mit Spin-up.
dann das entsprechende Phi minus mit Spin-Up an der Stelle X und dann ein Phi plus mit Spin-Down an der Stelle X' und ein Phi minus mit Spin-Down an der Stelle X'. Sowas, das wäre jetzt der BCS Hamiltonian. Und da nimmt man dann an, modellhaft, dass man hier eine leicht anziehende Wechselwirkung hat. Was man dann meistens macht, ist, man macht einige Näherungen, nimmt nur relevante Terme mit, macht eine Fourier-Transformation des Ganzen und dann kriegt man den BCS Hamiltonian im Impulsraum. Und das ist das, was meistens in Lehrbüchern direkt am Anfang steht. Aber das steckt eigentlich dahinter. Das ist also völlig Standard, nicht-relativistische Feldtheorie, die genau die Bausteine nutzt, die wir gerade zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, es ist eine leichte Verallgemeinerung, weil der Hamiltonian jetzt nicht ein einfaches Integral über eine Lagrange-Dichte am Punkt X ist, sondern Doppelintegral, aber das ändert nicht viel. Translationseigenschaften gelten trotzdem genauso. Okay. Und was Sie hier eben sehen, ist, dieser Hamiltonian ändert niemals die Teilchenzahl. Denn der Hamiltonian enthält immer zwei Vernichter und zwei Erzeuger. Das heißt, jeder Zustand wird auf einen Zustand abgebildet, wo zuerst zwei Teilchen vernichtet, dann zwei andere Teilchen erzeugt werden. Das heißt, die Teilchenzahl des Zustands ändert sich nie, wenn Sie den Hamiltonian auf den Zustand anwenden. Das heißt, das beschreibt eine Theorie ohne Teilchenzahländerung. Und das ist erlaubt, weil es eine nicht-relativistische Theorie ist. Und es ist, ohne jetzt in Details zu gehen, es ist natürlich klar, die BCS-Theorie ist eine extrem nicht-triviale und sehr interessante, physikalisch reichhaltige Theorie, aber keine Teilchenzahländerung und keine Kausalität und keine relativistische Invarianz. Okay, das heißt, für relativistische Theorien reicht das nicht aus, diese Bausteine mit der Fourier-Transformation und dieses Phi plus Phi minus zu betrachten, sondern man muss mehr tun. Also, Entschuldigung, ich habe noch nicht bewiesen, dass die Theorie Kausalität verletzt, aber das kommt eben jetzt. Auf jeden Fall ist erstmal festzuhalten, Teilchenzahl wird nicht geändert. Und jetzt müssen wir eben schauen, ob diese Kausalitätsbedingung für solche Theorien gelten kann. Diese Vertauschung zwischen Lagrange-Dichten an raumartig getrennten Punkten muss 0 sein. Und mal schauen, wie sich unsere Bausteine Phi plus Phi minus in Bezug auf solche Kommutatoren an raumartig getrennten Punkten verhalten. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 10? 40. Machen Sie Witze? Ja, 40. Okay. Gut. Das wird rausgeschnitten. Okay. Auch recht gut, ich habe dann zwar keinen Stoff mehr irgendwann, aber okay, gut. Also keine Teilchenzahländerung. Betrachten wir jetzt also, wie viel wollte ich denn überhaupt noch machen? Sind Sie sicher, dass Sie nicht die Stunde? Nein, das ist kurz. Okay. Also jetzt ist 12:00. Okay, ich glaub's. Gut, also betrachten wir jetzt Kausalität. Haben Sie eine Zwischenfrage? Keine Zwischenfrage? Das ist soweit klar. Gut, betrachten wir Kausalität. Die Kausalitätsforderung ist notwendig in relativistischen Theorien. Und dafür betrachten wir mal diese Kommutatoren an raumartig getrennten Punkten.
Also für x minus y, 4er Quadrat, kleiner als 0. So, dann nehmen wir jetzt also mal so einen Baustein von uns, Phi plus an der Stelle x, Komma, Phi plus an der Stelle y. Kommutator oder Antikommutator, je nachdem, ob wir Bosonen oder Fermionen haben. Was ist das Ergebnis dieses Kommutators? Die Definition steht oben drüber. Das heißt, das reduziert sich auf einen Kommutator von Vernichter A von P, das reduziert sich auf einen Kommutator vom Erzeuger A Decker von P mit einem anderen Erzeuger A Decker von P'. Und was ist der Kommutator von zwei verschiedenen Erzeugern A Decker von P und A Decker von P'? Dieser Kommutator ist gleich 0. Weil zwei verschiedene Erzeuger an unterschiedlichen Impulsen oder auch am gleichen Impuls kommutieren miteinander. Das heißt, dieser Kommutator ist gleich 0. Also als Randbemerkung schreibe ich nochmal auf, die Kommutatoren in verkürzter Form: A mit A ist gleich 0, A Kreuz mit A Kreuz ist ebenfalls gleich 0 und A mit A Kreuz ist gleich dieses 2pi hoch 3 mal 2p0 mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion zwischen den Impulsen. Also hier treten dann nur Erzeuger auf, die kommutieren, also ist dieser Kommutator phi plus gleich 0. Genauso natürlich, wenn Sie Kommutator bilden, phi minus von x mit phi minus von y, ist das ebenfalls gleich 0, weil zwei verschiedene Vernichter ebenfalls kommutieren. Und das gilt sogar unabhängig von x und y, das heißt, es gilt, egal ob das jetzt raumartig oder zeitartig getrennte Ereignisse sind, das gilt grundsätzlich. Was ist aber jetzt, wenn Sie einen Kommutator betrachten zwischen phi minus von x und phi plus von y, also Vernichter mit Erzeuger? Und dann passiert jetzt natürlich was, weil hier steht ein Integral über A, hier steht ein Integral über A Decker. A und A Decker kommutieren nicht, das heißt, hier kommt im Allgemeinen irgendwas raus, was nicht null ist. Und wir müssen mal ausrechnen, was hier genau rauskommt. So, also rechnen wir. Das heißt, es gibt erstmal ein Doppelintegral, nämlich Phi minus ist eben so ein dp-Schlange-Integral. dp-Schlange und Phi plus ist dann ein dp-Schlange-Strich-Integral. Und dann haben wir jeweils eine Exponentialfunktion, nämlich einmal e hoch minus i px und einmal e hoch plus i p' mal y. Und dann haben wir den Kommutator zwischen dem Vernichter a von p und dem Erzeuger a Kreuz von p'. So, jetzt haben wir so eine typische Quantenfeldtheorie-Rechnung, die Sie mal eintrainieren müssen. Kann ich nur empfehlen, sowas selber mal öfter zu machen. Auf jeden Fall passiert jetzt das, dass hier dieser Kommutator ja eine Delta-Funktion gibt. Im Wesentlichen eine Delta-Funktion zwischen diesen zwei Impulsargumenten, aber mit einer Normierung 2pi hoch 3 mal 2p0. Dann haben wir hier ein dreidimensionales Integral mit diesem Lorentz-invarianten Integralmaß. Das heißt, das dreidimensionale Integral löst genau die Delta-Funktion auf und liefert dann p ist gleich p'. Und die Vorfaktoren im Integralmaß kürzen genau die Vorfaktoren hier in der Normierung. Das heißt, am Ende fällt genau dieses Integral weg gegen den ganzen Kommutator und es verbleibt p ist gleich p'. Das heißt, das Ergebnis ist dann nur noch ein Integral, dp Schlange, und hier der Exponent e hoch minus i px plus i py. P' ist zu p geworden und sonst bleibt nichts mehr übrig. Und dieses Integral kann ich nochmal verfeinert umschreiben, dp Schlange
von e hoch minus ip mal der Differenz der Vierervektoren x minus y. Und das ist eine Funktion von x und y. Zunächst mal über ein Integral definiert, aber das ist eine wichtige Funktion und der gebe ich den Namen Delta plus von ma mit dem Argument x minus y. Das Ding hängt also offensichtlich von x minus y ab, aber es hängt auch von ma ab, denn das Integrationsmaß hing ja ab von der Ruhemasse des entsprechenden Teilchens ma. Diese Funktion taucht hier also auf. Und diese Funktion ist ungleich 0. Ohne jetzt weiter das Integral oder diese Funktion genau auszurechnen, ist klar, dass das Integral keinen Grund hat zu verschwinden. Das ist letztlich eine Fourier-Transformation von einer nicht verschwindenden Größe und die verschwindet auch nicht. Also hier kommt irgendwas raus, was nicht 0 ist und das ist eben der entscheidende Punkt, denn wir hatten ja die Frage gehabt, was ist das Ergebnis des Kommutators von zwei solchen Bausteinen an raumartig getrennten Punkten? Und hier kriegen wir das Ergebnis, das ist nicht 0. Das heißt, diese Bausteine hier, die sind noch nicht kausal, die erfüllen also keine kausalen Vertauschungsrelationen. Eine Randbemerkung zu dieser Funktion und zu raumartig getrennten Punkten. Falls wir also wirklich x minus y zum Quadrat kleiner als 0 haben, dann kann man ohne Beschränkung der Allgemeinheit ein Bezugssystem wählen, in dem die zwei raumartig getrennten Punkte sogar gleichzeitig sind. Wir können das immer durch eine Lorentz-Transformation erreichen. Und dann ist dieses x minus y als Vierervektor ohne Beschränkung der Allgemeinheit einfach so 0, 0, 0. Und dann haben wir nur noch eine z-Koordinate z. Das heißt, Sie machen eine Lorentz-Transformation und dann noch eine Drehung und dann sind die Ereignisse gleichzeitig und unterscheiden sich nur in der Z-Koordinate. Und dann können wir mal in diesem Bezugssystem die Größe noch ein bisschen näher aufschreiben. Delta plus von ma von x minus y ist jetzt eben gleich dieses Integral. Wenn ich das Maß mal aufschreibe, d3p geteilt durch 2pi hoch 3 mal 2 mal dieser Wurzel, p-Vektor-Quadrat plus ma-Quadrat. Und im Zähler haben wir dann e hoch minus i p mal der Differenz. Und die Differenz ist jetzt einfach das z. Das heißt, wir bekommen hier e hoch minus i mal der 3-Komponente, p3 mal z. Also ist jetzt das Integral. Und hier können wir eine Variablensubstitution machen. P3 wird durch minus P3 ersetzt. Über P3 wird ja integriert. Und wenn wir diese Substitution machen, bleibt das Integralmaß gleich. Aber im Exponent ändert sich das Vorzeichen. Das heißt, wir bekommen dann ist gleich D3P durch denselben Nenner. Aber im Zähler ändert sich im Exponent das Vorzeichen. Und daraus folgt, dass für diese raumartig getrennten Punkte, wo wir OBDA so einen Vierervektor ansetzen können, die Funktion nicht vom Vorzeichen dieser Differenz x minus y abhängt, sondern letztlich nur vom Betrag. Das heißt, das ist dann gleich Delta von ma plus von y minus x. Das ist symmetrisch. Wenn man sich genau überlegt, sieht man, das hängt nur von x minus y zum Quadrat ab. Aber insbesondere hängt es nicht vom Vorzeichen ab. Das ist wichtig. Aber wie dem auch sei, der Kommutator ist ungleich 0. Das heißt, so eine nicht-relativistische Feldtheorie oder allgemein eine Feldtheorie, die so aussieht wie der Hamilton-Operator da oben, mit einem expliziten Auftauchen von Phi plus und Phi minus, da werden dann Wechselwirkungen an raumartig getrennten Punkten keinesfalls kommutieren. Und damit sind solche Ansätze für relativistische Theorien nicht brauchbar.
Gut. Was können wir als Lösung ansetzen? Als Lösung konstruieren wir jetzt eine neue x-abhängige Größe, die Kausalitätseigenschaften erfüllt. Und diese Größe ist eine Linearkombination von diesem Phi plus und Phi minus. Das heißt, wir definieren jetzt als neuen Baustein mal eine Größe Phi von x, und die ist definiert zunächst mal als unbestimmte Linearkombination Lambda mal Phi minus von x plus Kappa mal Phi plus von x. Und das spiegelt wieder unsere Überlegung vom letzten Mal, also in einer relativistischen Theorie, je nach Bezugssystem, dasselbe Ereignis aussehen kann wie eine Emission oder eine Absorption, und deswegen Emissions- und Absorptionsamplituden miteinander verknüpft sein sollten. Und hier machen wir jetzt eben genauso einen Ansatz, wo wir ein Feld nehmen, ein Quantenfeldoperator Phi von x, der eine Linearkombination von Größen mit Vernichtern und Größen mit Erzeugern ist. Und dann schauen wir mal, was wir damit anfangen können. Nehmen wir jetzt also wieder raumartig getrennte Ereignisse, x minus y kleiner als 0, und rechnen nun den Kommutator aus von dieser Gesamtgröße Phi, von dieser Linearkombination. Also zunächst mal Phi von x mit Phi von y, Kommutator bzw. Antikommutator. Ja, was liefert das? Der Kommutator enthält jetzt vier Terme. Einmal Phi minus mit Phi minus gibt 0, Phi plus mit Phi plus gibt 0, dann Phi minus mit Phi plus, das gibt nicht 0, und Phi plus mit Phi minus gibt ebenfalls nicht 0. Wenn wir die vier Terme dann zusammenfassen, die nicht 0 geben, sind die mit Phi minus und Phi plus, die werden dann multipliziert mit Lambda und Kappa, Lambda mal Kappa, und dann gibt es zwei Terme. Einmal gibt es den Term Lambda Phi minus hier, Kappa Phi plus hier, gibt dann Lambda mal Kappa mal den Kommutator Phi minus von x mit Phi plus von y. Und dann gibt es den Term Kappa Phi plus hier mit Lambda Phi minus dort. Gibt Lambda mal Kappa mal den Kommutator Phi plus an der Stelle x mit Phi minus an der Stelle y. So. Wie können wir das jetzt vereinfachen? Dieses hier gibt unsere gerade eingeführte Funktion, die nicht verschwindet, Delta von x minus y. Das hier gibt auch so etwas Ähnliches wie Delta von x minus y, aber genauer gesagt müssen wir dann den Kommutator rumdrehen. Das Delta ist ja definiert so, dass Phi minus steht links, Phi plus steht rechts im Kommutator. Und dann würde das eben Delta von y minus x liefern. Aber das ist das gleiche wie Delta von x minus y, wie wir gerade bewiesen haben. Das heißt, beide Kommutatoren geben Phi Delta von x minus y. Und die werden jetzt addiert. Und dann gibt es zwei Varianten. Nämlich einmal haben wir hier bosonische Vertauschungsrelationen. Okay, ich schreibe erstmal unten drunter. Das hier liefert auf jeden Fall Delta plus MA von x minus y. Und dieser Kommutator, den müssen Sie erstmal rumdrehen. Und wenn Sie den Kommutator rumdrehen, dann gibt es im bosonischen Fall ein Minus, im fermionischen Fall ein Plus. Und dann haben wir hier ein Delta plus von MA von y minus x. Das ist aber das gleiche wie das andere Delta. So, und jetzt passiert eben was Wunderbares, nämlich im Fall der Bosonen haben Sie Delta minus Delta gibt 0,
Im Fall der Fermionen haben Sie Delta plus Delta, gibt 2 Delta, ist nicht 0. Das heißt, wir kriegen Lambda mal Kappa mal 0 im Falle der Bosone und 2 mal Delta Ma plus von x minus y im Falle der Fermionen. Und da dieses Delta nicht 0 ist, ist also im Falle der Fermionen absolut unmöglich, dass dieser Kommutator hier 0 wird, egal wie wir die Linearkombination wählen. Dagegen im bosonischen Fall ist der Kommutator hier automatisch 0 für jede Linearkombination. Das ist also wunderschön. Aber wir sind noch nicht fertig. Nämlich, wir haben jetzt diese Konstruktion gemacht, Phi als beliebige komplexe Linearkombination von Phi plus Phi minus. Das heißt, Phi ist jetzt kein hermitischer Operator. Das heißt, man sollte auch checken den Kommutator von Phi plus, Phi von x mit Phi Decker von y. Denn Phi und Phi Decker sind jetzt verschieden und für beide Operatoren sollte Kausalität gelten. Also rechnen wir diesen Kommutator ebenfalls aus. Was ist das Ergebnis für diesen Kommutator? Da schreibe ich mal das Innere hin. Also Phi auf der linken Seite liefert dann Lambda mal Phi minus plus Kappa mal Phi plus, wenn wir die Argumente mal weglassen. Und dieses Phi Decker, das wäre jetzt das hermitisch Adjungierte, also Lambda Stern mal Phi plus plus Kappa Stern mal Phi minus. Die Argumente habe ich weggelassen, die sind x und y. Was taucht jetzt auf als nicht verschwindender Kommutator? Jetzt taucht auf als nicht verschwindender Kommutator der Phi minus mit Phi plus. Der wird multipliziert mit Lambda mal Lambda Stern. Das liefert uns also Lambda Komplex Betragsquadrat. Lambda Betragsquadrat. Und das wird dann multipliziert mit dem Kommutator von Phi minus mit Phi plus und das ist eben unser Delta plus m a von x minus y. Und auf der anderen Seite haben wir hier den Kommutator Phi plus mit Phi minus mal Kappa, Kappa Stern, das gibt Kappa Betragsquadrat. Kappa Betragsquadrat und das ist auch dann multipliziert mit demselben Delta plus von x minus y. Und was ist das Vorzeichen vor diesem Term? Wiederum, wenn wir bosonische Zustände haben, dann müssen wir den Kommutator in der Reihenfolge ändern und kriegen ein Minus. Im Falle von Fermionen aber kriegen wir ein Plus beim Rumdrehen des Kommutators. So, und jetzt sehen Sie, unter welchen Bedingungen wir alle Kommutatoren auf Null setzen können. Erstens, für Fermionen ist es vollkommen unmöglich, denn der erste Kommutator bereits kann niemals 0 werden. Das heißt, unsere Teilchen, die wir hier betrachten, können auf keinen Fall Fermionen sein und gleichzeitig kausale Wechselwirkungen erlauben. Das heißt, kausale Wechselwirkungen für diese Teilchen müssen, diese Teilchen können nur kausale Wechselwirkungen machen, wenn sie Bosonen sind. Zweitens, damit aber die Operatoren kausale Eigenschaften haben, müssen die Teilchen nicht nur bosonisch sein, sondern diese Linearkombination in dem Phi, die muss so gewählt werden, dass hier eine 0 rauskommt. Und wann kommt hier eine 0 raus? Wenn Lambda Quadrat gleich Kappa Quadrat ist, das heißt Lambda und Kappa müssen betraglich gleich groß sein, entsprechend genau dieser physikalischen Einsicht vom letzten Mal, dass Absorptions- und Emissionsamplitude gleich groß sein müssen. Das kommt hier also genau heraus. Schreiben wir das also alles auf. Fermionisch liefert keine kausalen Vertauschungsrelationen möglich. Bosonisch. Dann sind kausale Vertauschungsrelationen möglich. Aber nur dann, wenn wir
Betrag Lambda gleich Betrag Kappa setzen und natürlich auch ungleich 0. Das heißt, ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir die Phase von den ganzen Operatoren so ändern, dass Lambda und Kappa einfach gleich sind, zum Beispiel gleich 1. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit Lambda gleich Kappa gleich 1. Das ist die erste Konsequenz, dass wir also für unsere Teilchen eine bestimmte Statistik herausfinden. Nur bosonische Statistik ist mit Kausalität überhaupt verträglich. Und das Zweite ist, dass wir jetzt eine Form gefunden haben für so einen kausalen Feldoperator, der korrekte Vertauschungsrelationen erfüllt. Also kriegen wir ein kausales Feld. Und ich erinnere nochmal an den Anfang. Der Anfang war, dass wir Teilchen gefordert hatten, die außer dem Impuls keine weitere Eigenschaft haben. Das bedeutet, wir hatten Spin 0 Teilchen vorausgesetzt in unserer ganzen Rechnung. Und für dieses Spin-0-Teilchen gilt unser Ergebnis. Dann haben wir ein kausales Feld für Spin-0-Teilchen. Phi von x ist gleich ein Integral dp Schlange. Und jetzt kommt eben diese Linearkombination Lambda Phi minus plus Kappa Phi plus. Und Lambda und Kappa sind auf 1 gesetzt. Das heißt, wir haben einfach eine Linearkombination von den Erzeuger- und Vernichtertermen hier in dem Integral. Also einmal a von p mal e hoch minus ipx plus a Decker von p mal e hoch plus ipx. Und dieses kausale Feld, dieser kausale Feldoperator ist jetzt hermitisch. Das gleiche wie Phi Kreuz von x, weil wir Lambda und Kappa beide auf 1 gesetzt haben, was reell ist. Also hermitisch. Oder manchmal auch einfach reell bezeichnet. Und für dieses kausale Feld schreibe ich nochmal auf, was wir jetzt wirklich bewiesen haben, den kausalen Kommutator Phi von x mit Phi von y. Kommutator mit Minus ist gleich 0 für raumartig getrennte Punkte x minus y Quadrat kleiner als 0. Das sind unsere zwei zentralen Hauptergebnisse. Und jetzt können wir mit diesem verbesserten Baustein, diesen kausalen Quantenfeldoperator, endlich kausale Wechselwirkungen aufschreiben und formulieren, die alle Bedingungen erfüllen, die wir an den Anfang gestellt hatten. Jedes L-Int, was jetzt eine beliebige Funktion ist von diesem kausalen Feldoperator, beliebige Funktion von Phi von x, erfüllt alle Bedingungen, die wir gestellt hatten, also die Bedingung 1 und die Bedingung 2. Nochmal zur Erinnerung, die Bedingung 1 war einfach die Translationseigenschaft. Wenn wir von rechts und links mit einem Translationsoperator multiplizieren, ändert sich das Argument von x zu x plus a. Und das galt ja schon für phi plus, phi minus und natürlich erst recht für phi als Ganzes. Und darüber hinaus erfüllt jetzt die Lagrange-Dichte kausale Vertauschungsrelationen, weil die Bausteine drin bereits kausale Vertauschungsrelationen erfüllen. Das heißt, hiermit haben wir jetzt eine Möglichkeit, relativistische Quantenfeldtheorien zu konstruieren und relativistische Hamiltonians zu konstruieren, die kausale Eigenschaften haben. Ja. Und damit sind wir am Ende der Stunde. Ich kann nochmal hier kurz zusammenfassen.
was wir jetzt heute insgesamt erreicht haben. Also die Translationsinvarianz alleine. Erlaubt zum Beispiel solche Theorien wie die BCS-Theorie oder viele andere Festkörper oder ähnliche Theorien. Und die enthält, wie gesagt, keine Teilchenzahländerung. Dagegen, wenn wir Lokalität und relativistische Invarianz und Kausalität zusammenfordern, dann brauchen wir diese Bausteine, die wir gerade konstruiert haben, also diese kausalen Feldoperatoren. Und diese kausalen Feldoperatoren haben diese Anatomie, die hier links steht, nämlich die enthalten immer eine Linearkombination von Erzeugern und Vernichtern mit denselben Vorfaktoren. Und das entspricht physikalisch eben dem Phänomen von der letzten Stunde, Absorption und Emission. Und daraus, dass dieser Feldoperator eine Linearkombination von Erzeugern und Vernichtern enthält, folgt natürlich, dass die Teilchenzahl auf keinen Fall erhalten sein kann. Weil es gibt auf jeden Fall, wenn Sie dieses auf einen Zustand anwenden, enthält das Ergebnis einen Anteil mit erhöhter Teilchenzahl und einen Anteil mit erniedrigter Teilchenzahl. Damit ist die Teilchenzahl nicht erhalten. Jeder Hamilton-Operator, jede Lagrange-Dichte, die Sie daraus aufbauen, liefert immer Teile, wo die Teilchenzahl erhöht wird, Teile, wo die Teilchenzahl erniedrigt wird oder Teile, wo die Teilchenzahl gleich bleibt. Daraus folgt, die Teilchenzahl auf jeden Fall nicht erhalten. Muss Teilchenzahl ändernde Terme enthalten. Gut, und einfach als Ausblick auch auf das Übungsblatt. Wir hatten das Ganze jetzt durchgezogen für Spin-0-Teilchen. Die Spin-0-Eigenschaft wurde nie betont. Was allerdings einfach betont wurde, war, dass der Impuls die Teilchen eindeutig charakterisiert. Und bei Spin-ungleich 0 ist das nicht der Fall. Bei Spin-1,5 beispielsweise brauchen Sie neben dem Impuls noch einen Index Sigma, der plus minus 1,5 sein darf. Und dann werden die entsprechenden Herleitungen für die Kommutatoren geändert. Aber für Spin-0 galt eben alles, was wir gemacht haben und dann folgte. Spin-0-Teilchen können nur kausale Eigenschaften haben, wenn sie Bosonen sind. Wenn Sie das gleiche jetzt für Spin-1,5 durchziehen, kriegen Sie, dass Spin-1,5-Teilchen Fermionen sein müssen. Und so weiter. Das heißt, es gibt einen allgemeinen Zusammenhang, dass nämlich Spin 0, 1, 2 und so weiter, also ganzzahlige Spins, müssen bosonisch quantisiert werden. Dagegen Spin 1,5, 3,5 und so weiter müssen fermionisch quantisiert werden. Das ist das sogenannte Spin-Statistiktheorem aus der Quantenfeldtheorie. Und Sie sehen eben, dass das eine interessante Konsequenz ist, denn diese Eigenschaft, bosonisch oder fermionisch zu sein, ist ja eine makroskopisch relevante und makroskopisch beobachtbare Eigenschaft.
Bosonen wie Photonen können sich kohärent zu elektromagnetischen, makroskopisch beobachtbaren Kraftfeldern überlagern. Dagegen für Fermionen wie Elektronen oder Protonen gilt das Pauli-Prinzip und sie bekommen dann stabile Atome mit Schalen und Moleküle und chemische Bindungen, also stabile Materie. Das heißt, diese Eigenschaften sind makroskopisch und im Alltag extrem wichtig und extrem unterschiedlich. Aber der Zusammenhang kommt nur aus der relativistischen Quantenfeldtheorie mit dieser Kausalitätsüberlegung, die ja darauf beruht, dass Überlichtgeschwindigkeitsinformationsübertragung nicht möglich ist. Das ist ein interessanter, nicht so offensichtlicher Zusammenhang, den wir hier aber hergeleitet haben. Gut, damit sind wir für heute am Ende. Können wir hier schließen. Wenn es noch Fragen gibt, dann können wir noch einiges diskutieren. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Oder, ja. Also gibt es noch Fragen zu irgendwas? Die Übungsaufgabe, die wir am Dienstag schon angefangen haben, sollen Sie dann bis zum nächsten Dienstag eben lösen. Die ist wichtig als Vorübung für Quantenfeldtheorie. Und die Übungsaufgabe, die ich heute ausgeteilt habe, bezieht sich genau auf das. Das heißt, die Übung ist so, dass Sie genau dieselben Schritte, die wir hier explizit durchgeführt haben, nochmal machen. Aber es wird immer einen zusätzlichen Index geben. Also erstmal gibt es dann Teilchen. Die Teilchen haben einen Spin-Index Sigma, der plus minus 1,5 sein darf, entsprechend Spin-Up oder Spin-Down. Und es gibt Antiteilchen, für die dasselbe gilt. Das heißt, sie haben eine doppelte Verkomplizierung, nämlich zwei Teilchensorten, E plus und E minus. Und jedes Teilchen ist nicht nur durch den Impuls, sondern auch durch den Spin charakterisiert. Und dann sind die Vertauschungsrelationen für die zugehörigen Erzeuger und Vernichter natürlich komplizierter. Das heißt, es gibt dann einen Erzeuger und einen Vernichter für Elektronen, genannt C und C-Decker. Und der erfüllt irgendwas, wo dann insbesondere auch noch ein Kronecker-Delta auftaucht für die Spin-Einstellungen. Also die kommutieren halt oder antikommutieren, wenn die Spins gleich sind und ansonsten nicht. Und dann gibt es eben Erzeuger und Vernichter für die Antiteilchen, D genannt. Die haben auch analoge Eigenschaften. Und was auf dem Blatt gar nicht aufgeführt ist, sondern was ich von selbst verstehen sollte, alle Kommutatoren, die zu unterschiedlichen Teilchensorten gehören, sind alle Null. Also C mit D oder C mit D Kreuz oder C Kreuz mit D Kreuz ist alles Null. Das ist nicht extra aufgeführt. Und diese zwei Kommutatoren sind analog zu denen für unser A und A Kreuz hier, aber hängen noch vom Index ab. Und dann gibt es ein Detail auf dem Blatt, was angegeben ist, was Sie jetzt hier nicht herleiten können, was aus der konkreten Lorentz-Transformationseigenschaft folgt, nämlich wenn man sagt Spin 1,5, dann ist dadurch definiert, was passiert unter Lorentz-Drehungen oder unter Boosts. Nämlich dann werden natürlich die zwei Spin-Einstellungen, Spin-Up, Spin-Down, ineinander transformiert. Also ist ja klar, wenn Sie Spin-Z in Abrichtung haben, Sie machen jetzt eine Drehung um eine Achse, dann wird der Spin zu minus sich selbst oder die Spin-Einstellung klappt um. Das heißt, da gibt es noch so eine matrixwertige Zusammenhang zwischen den verschiedenen Spins und das drückt sich darin aus, dass man in diesem Ansatz hier noch solche Vorfaktoren hat. Der Ansatz enthält dann hier also eine Summe über diese Spins. Die Operatoren hängen vom Spin ab und dann gibt es hier noch zahlenmäßige Vorfaktoren, die erlaubt sind. Und diese zahlenmäßigen Vorfaktoren, die bezeichnet man als sogenannte Wellenfunktion. Und diese Wellenfunktion U, die hängt dann vom Impuls und Spin ebenfalls ab. Also es vergrößert, kriegt man dann so etwas, U von P und Sigma mal ein Vernichter oder Erzeuger C von P und Sigma. Und das hier ist der Erzeugungs- und Vernichtungsoperator, der sich verhält wie unser A und A-Decker. Das hier ist eine neue Größe, die war bisher bei uns immer die Zahl 1. Und das ist jetzt eine nicht triviale zahlenmäßige Funktion von P und Sigma, die diese Transformationseigenschaften beschreibt, wie sich halt Spins verhalten unter Drehungen und Lorentz-Boosts und so.
Wie das genau aussieht, ist jetzt für die Aufgabe nicht relevant. Das Einzige, was relevant ist, sind dann so gewisse Summeneigenschaften oder Orthogonalitätsrelationen für diese Funktionen. Und die sind auf dem Blatt angegeben. Wenn Sie die dann einsetzen, dann kriegen Sie halt am Ende von der analogen Rechnung, dass Sie die Spin-Einheit-Teilchen mit als Fermionen quantisieren müssen. Das ist dann das entsprechende Ergebnis. Also, was das genau ist, haben Sie schon gesehen, nehme ich an, im Zusammenhang mit der Dirac-Gleichung. Haben Sie die schon mal gesehen, die Dirac-Gleichung? Da gibt es ja diese Spinoren U und V. Da sind genau diese Spinoren U und V, die hier auftreten. Die haben hier so eine Rolle, hier aufzutauchen und diese Transformationseigenschaften wieder zu spiegeln. Aber Sie brauchen die nicht konkret hier einzusetzen. Okay, das also als Hintergrundinfo für die Aufgabe. Dann würde ich sagen, können wir hier Schluss machen und sehen uns dann genau nächsten Donnerstag wieder. Und wie schon gesagt, die Vorlesung ist ab jetzt immer hier und die Übung ist halt immer im Recknabelbau, so wie vorgestern. Gut, okay.